So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Evoland. Beim letzten Mal haben wir Kairis verloren. Ich habe gerade das aufgenommen. Warum muss ich darüber nachdenken, was passiert ist? Und haben das Luftschiff bekommen, haben jetzt Barbamut auf unserer Seite, der mittlerweile auch wieder cooldowned sein sollte. Und ja, jetzt müssen wir, also wir haben uns Zephyros erstmal gestellt natürlich, der Kairis getötet hat. Und jetzt sollen wir Zephyros folgen, auf dass wir dadurch weiterkommen. Logischerweise. Auf dass wir daraufhin Kairis retten können eventuell und natürlich auch den Rest der Welt. So, da haben wir noch eine Kiste, aber wie gesagt, wir schauen uns jetzt erstmal mit dem Luftschiff ein bisschen genauer um, werden ein bisschen Zeitquesten, gucken, was es noch so gibt. Denn ein paar Sterne zum Beispiel fehlen uns noch, da haben wir einen weiteren Stern, damit sollten wir jetzt glaube ich 24 oder 25 haben. 25. Das bedeutet, wir haben noch ein paar Quests zu erledigen, die noch offen sind. Und dann ist auch schon mehr oder weniger Zeit, dass ich hier oben das Ding freimache. Moment, irgendwo brauche ich Feuer. Wo kriege ich Feuer her? Beziehungsweise ich kann einfach dagegen hauen, dann kann ich drüber laufen. Das vergesse ich jedes Mal wieder. Wow. So gut. So gut. Moment. So. Nee. Boah, was gibt's noch zu sagen? Genau, wir müssen noch das Kartenspiel machen. Also, ich würde es gerne noch durchziehen. Jetzt hat. Perfekt. Damit sollte es jetzt auch hier weitergehen. Wunderprächtig. Wunderprächtig geht das hier voran. Ja, ja, ja. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. So, da oben geht's weiter mit einem Busch, den ich gleich gerne zerstören würde, aber ich kann die Gegner nicht besiegen. No, was ist hier? Sicher irgendwas voll episches. Das ist sicherlich eine Karte oder sowas, oder? Yo, Zephyros Karte. Oh mein Gott, die ist sicherlich übermächtig. Sicherlich übermächtig. Was ist hier unten noch? Sag mir nicht einen Ausgang oder sowas, weil ich würde gerne mal zurück. Da habe ich nämlich noch eine Kiste oben stehen lassen, die ich gerne hätte. Mähen wir mal ein paar Büsche ab. Vielleicht finden wir da irgendwas. Tatsache, das ist ein blöder Ausgang. Und erstmal ein Random Encounter wieder mal. Das heißt, ich habe wieder nochmal durchboxen, weil mir da oben noch ein Schein und eine Kiste fehlt. Was ich doof finde. Sehr gut. Oh, oh Gott, ich habe eine Siegesanimation. Seit wann habe ich eine Siegesanimation? Moment, da war noch eine Kiste, die will ich mitnehmen. Es tut mir leid, aber das muss jetzt. Moment. Momentchen mal. Da fehlt doch noch was. Eventuell, wenn ich von hier aus darüber schieße. Aber dann muss ich, wenn überhaupt, muss ich da in der Vergangenheit hin. Bringt mir in der Gegenwart nämlich nichts. Wunderbar. Gucken wir mal. Mal schauen. Wenn ich jetzt hier lang schieße, brenne ich damit irgendwas ab? Nee, weil da hinten war eindeutig noch eine Kiste. Das ist jetzt, ist ja wohl Fakt. Das kann man mir jetzt auch nicht irgendwie verteufeln, wenn ich das sage. Weil das ist halt einfach so. Würdest du bitte diese Kackfledermaus treffen? Au. Dankeschön. Dankeschön, lieb von dir. Fledermaus. Fledermaus! Dankeschön. Jetzt brauchen wir wahrscheinlich doch länger, weil ich diese blöden Gebiete hier noch fertig erkunden möchte. Alter. Junge! Mach keinen Scheiß. Kackfledermaus. Kackfledermaus. Kackfledermaus! Dankeschön. Da drüben. Kann ich von da oben irgendwie runterschießen? Wahrscheinlich schon. Und ich habe es beim letzten Mal verkackt, weil ich schlecht bin. Ich hoffe, hier ist jetzt auch nichts mehr. Ja. Weg. Ja, ich sollte von hier aus einfach runterschießen können. Ja, perfekt. Genau wie erwartet. Ja, habe ich den Umweg hier mehr oder weniger umsonst gemacht jetzt. Das war natürlich doof, dass ich das vergessen habe. By the way, immer noch wunderschöne 2D-Flammen. Möchte ich mal kurz anmerken. Ja, und dann schauen wir mal. Ich wollte gerne mal ein Schwert wieder, weil mein Schwert ist toll. Ich mag das Buster Sword, aber muss ich mir gleich nochmal genau anschauen, dass wir da eine Siegesanimation hatten. Das war mir, glaube ich, neu. Das haben wir davor noch nicht gehabt, meine ich. Ich meine hier, unser Held wird selbstbewusster. Hm. Oder vielleicht hatten wir eine Siegesanimation, ich habe es nicht mitbekommen. Das kann natürlich auch sein. Eventuell. Könnte das sein. Eventuell ist das Fakt. Jaha, Logik und so. Gut, ja. Warum muss ich jetzt auch einmal im Kreis rennen, weil ich dann was verpasst habe? Nervig. Vor allem frisst dieses Gebiet doch mehr Zeit, als ich eigentlich erwartet hatte. Ne? Hier unten war nichts mehr, ne? Da war noch ein Titanstein. War nicht. Was ist denn da unten? Ja, okay, da waren wir schon. Gut, das waren die Fackeln. Die haben wir ja angezündet. Das heißt, wir müssen jetzt an sich nur die Truhe holen und dann das Gebiet wieder verlassen. Und du bist ganz schnell Geschichte, mein Lieber. So, kann ich von hier aus aktivieren? Ha, kann ich nicht. Spiel sagt Nope. Spiel sagt Nope. Sehr gut. So, das heißt, wir gehen so rüber.
Geht genauso, dann können wir nämlich hier unten weitergehen und alles ist cool. Juhu! Ah, Mann. Fortschritt und so. Oh yeah. Bonk. Bonk. Ach ja, ich muss sagen, ich liebe dieses Spiel. Das ist wirklich, was so Indie-Games angeht, einer meiner Favoriten. Weil das Spiel ist halt einfach so gut gemacht. Muss man doch ganz klar sagen. Ah, warte. Ich muss, hier eine Bombe legen. Stimmt, und dann muss ich laufen! Warum hat das nicht funktioniert? So, ich stelle mich jetzt mal direkt daneben. Ich glaube, vielleicht war ich zu weit weg. Und, boom. Ich würde gerne trotzdem mein Menü öffnen dürfen. Das wäre lieb. So, weg mit dir. Und weiter geht's. Denn jetzt sollte da oben der blöde Baum weg sein. Und ich kann ihm diese blöde Schatztruhe holen. Die mich die ganze Zeit schon angegrinst hat und mich nicht durchgelassen hat. Mensch. Ah, ein Stern. Cool, damit haben wir jetzt 26, meine ich. Das ist gut dabei. Ja. Oh, pff. Danke, dass du im Pausemenü gegen mich fliegst. Oder neben mich fliegst, dass ich Schaden bekomme, wenn ich aus dem Pausemenü rausgehe. Das finde ich etwas uncool, aber okay. Ja, dann sind wir jetzt, was Sachen, was für die Stats angeht. Uns fehlen noch 5 Karten und 4 Sterne. Ist doch guter Schnitt hier. Gut, dann werde ich mal schauen, wo wir als nächstes hin können. Erstmal wieder in unser wunderschönes Luftschiff. Das immer noch ziemlich episch ist. Was immer noch nicht diagonal fliegen kann. Aber okay. Was ich auch etwas hackig fliegt. Oh mein Gott, da oben ist ein Händler oder irgendwas in der Richtung. Kann ich ja nicht in den Wald landen? Ich glaube nicht, oder? Doch, kann ich sogar. Was ist das? Kann ich da vielleicht nicht rein, weil das Luftschiff im Weg ist? Warum? Das sieht aus wie ein Händler oder etwas in der Richtung. Aber... Jetzt habe ich die Animation schon wieder weggedrückt. Moment, ich fliege mal ein bisschen weg. Ich parke mal woanders. Warum kann ich jetzt hier nicht parken? Finde ich jetzt doof. Ah, ich bin der letzte, bin einer der letzten Reisenhändler. Hm. Ein Nachfahre des legendären Dorneko. Ist das Choboko-Fleisch gekocht, wäre es mir lieber. Okay, wie kann ich das Choboko-Fleisch kochen? Das geht doch sicherlich auch irgendwie. Was merken wir uns mal? Vielleicht kann ich ihm damit noch was Gutes tun. Gekochtes Choboko-Fleisch. Nicht das Kochen. Wo kann man Choboko-Fleisch kochen? Das muss ich jetzt erstmal rausfinden. Ah, danke schön. Aber jetzt kann ich nochmal wegen der Siegesanimation gucken, weil da habe ich nie drauf geachtet. Weil ich bin zu schnell unterwegs bei dem Spiel. Hust, hust. Weil vielleicht wäre es besser, wenn ich die Wespe zuerst wegmache. Weil nervig und stark. So. Jetzt habe ich sie wieder weg. Verlieskriecher. Schrein der Barbarmut. Ihr habt den Schrein der Barbarmut gefunden. Okay, cool. Jetzt haben wir Barbarmut und den Schrein dazu auch noch gefunden. Sehr cool. Erinnert mich an die Noria-Mine. Es war ein Unfall. Ihr habt 20 Töpfe zerbrochen. Sehr gut. Es war ein Unfall. Es war just an accident. No. Okay. Hi. Moment. Kann man nicht auch noch was bekommen, wenn man ein Skelett mit einem Pfeil tötet? Oder es kann sein, dass ich es schon mal gemacht habe. Aber das ist effektiver gegen die Skelette, habe ich ja schon mal festgestellt. Aber irgendwie habe ich es dann doch wieder vergessen. Komm her. Eben weil ich sie damit one-hitten kann. Aus irgendeinem mir nicht erfindlichen Grund. Weil zu gerüstet oder so. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie sowas. Wenigstens sind sie jetzt weg. Ich will mal ein Schwert zurückhaben. Ich mag Schwerter. Schwerter sind toll, aber Bögen sind auch super. Habe ja mal hier ein bisschen Bogenschießen gemacht. Weiß, glaube ich, keine Sau. Aber ich möchte es mal ansprechen, weil Bogenschießen ist toll. Also, teilweise im Urlaub gab es dann immer so Angebote von wegen so, ah, hier Bogenschießen, ne, ne. Abgesehen davon, dass man früh aufstehen musste, war es aber trotzdem. Au. War es ganz cool. Dementsprechend, ja. Ah! Ah! Hilfe! Ich komme nicht raus! Also das Schlimmste daran war, dass früher aufstehen, aber sonst ist das Bogenschießen echt cool. Moment. Puste 3. Da komme ich, glaube ich, nicht durch. Sieht mir zumindest gerade schwer danach aus. Heißt, wir gehen erstmal woanders lang. Was? Was war das für ein Geräusch? Das macht mir Angst. Kann sein, dass ich damit die Windpüsteriche ausmachen kann. Das wäre ganz gut. Weg. Mal schauen. Hier oben ist eine Tür zu. Vielleicht mache ich auch das hier damit auf. Das kann natürlich auch sein. Da kann ich was sprengen. Komm her. Komm her. Willst du doch auch. Du willst doch auch sterben. Machen wir da rein. Bin mal gespannt, was mir der komische Händler da geben wird. Ah, wir haben eine Schatzkiste. Alles Klärchen. Finde ich gut. Und einen weiteren Stern. Ich glaube, es gibt noch ein Geheimgebiet, was wir noch finden können nachher. Bin mal gespannt, wie lange wir jetzt noch brauchen für alles. Es ist nicht mehr viel. Also, wenn wir lange brauchen, liegt es einfach daran, dass ich mich schlecht anstelle oder dass ich einfach doof bin. Wahrscheinlich beides gleichzeitig. Waren wir ja schon komplett? Moment.
Irgendwie habe ich das Gefühl, ich komme hier nicht so wirklich weiter. Momentchen mal. Oder ich habe das jetzt ausgeschaltet. Das kann ich auch sein. Ja gut, das kann ich, damit kann ich leben. Ja. Ey. Ey. Cheetah. Drecks-Cheetah. Was soll denn das? Was soll denn der Kack? Lass mich durch. Das war... Also die eine Windböe ist echt gemein. Weil der... Au. Weil sie einen einfach mitzerrt. Soll ich den ganzen Gang zurück? So. Weg mit euch. Ah. Da geht die Tür auf. Kann ich einfach so drüber. Bekomme ich Schaden, ist mir auch egal. Ich habe genug Leben. Ich kenne das auch so. Ich habe schon Zelda 3 Hardruns gemacht, da ist das hier nichts gegen. Mensch. Ja. So oder so ähnlich. Gut. Gehen wir mal nach da oben weiter. Man muss ja irgendwie... Oh Gott! Vorankommen! Wollte er sagen und sah dann Fledermäuse, die etwas zu viele waren auf einmal. Boah, Gottes Willen. Fledermäuse sind ja nicht anstrengend genug, weil sie so unregelmäßig fliegen. Frag mich echt, ob sie so einfach so ein Random Number Generator, also so ein RNG-Gerät eingebaut haben, ein RNG-Programm, das dann quasi einfach die Flugbahn dieser Fledermäuse berechnet. So komplett random. Ich könnte es mir echt vorstellen, weil ist an sich eine der besten Optionen, die... Au! Bewegung von Fledermäusen oder sowas zu programmieren. Also, es ist die einfachste Art und Weise, sagen wir mal so. Ey, weg. Also du sagst ihn... Moment, die Dreier-Kombo war mir jetzt neu. Moment, das ist doch der... Der Move hier von Cloud auch. Au! Hör auf damit. Ist doch dieser... Ich will das gerne mal seitlich sehen. Schwertstrahl, wie auch immer er heißt, hat er auch in Smash die Attacke. Ja, stimmt, das müsste das von Cloud... Also auch von Cloud kommen, logischerweise. Weil, wie gesagt, der Charakter basiert auf Cloud und Link. Weil Link... Irgendwie logisch. Nee... Geh mal weg, du, dankeschön. Das war jetzt aber nicht so schwer, es war an sich ziemlich linear, aber wenn sie meinen, dann ist ja gut. Okay, Tür auf, finde ich super. Also das sollten wir durchbekommen heute. Wenigstens muss man hier gut was erkunden. Ist ja doch ein relativ großes Gebiet. Genauso wie der verbotene See. Und ich muss immer noch schauen, wo ich mein Choboko-Fleisch braten kann. Weiß ich jetzt gerade echt nicht mehr. Es ging irgendwo. Verdammt, ich habe doch irgendwie sowas im Kopf. Vielleicht muss ich mit den Leuten in Aoga nochmal reden. Oder mit den Leuten oben in, Papunica. Papunica, irgendwie sowas. Die Stadt oben, die 2D-Stadt. Das könnte sein. Okay, wir haben einen Gegner. Oder mehrere Gegner. Mehrere Gegner. Oh mein Gott. Ah, wie unfair. Also, das muss ich jetzt anmerken. Das war mies. Das war sehr mies. Hilfe! Also, da finde ich jetzt gerade die Magier anstrengender als die Skelette. Weil die irgendwie alles parallel spawnt. Okay, Magier kann ich anscheinend nichts anhaben mit Pfeilen. Außer ich treffe halt einfach nicht. Das kann natürlich auch sein. Es ist noch ein Skelett irgendwo. Au! Ich fress gerade ein bisschen zu viel Schaden in meinen Augen. So. Will mir mal einer ein Herz droppen? Da sind's. Ja, ich könnte doch jetzt doch sterben. Von wegen, ja, so gut, jetzt brauche ich auf dich notwendig. Ja, sieht man. Merkt man ja wirklich. Wie wenig ich es notwendig habe hier, wow! Aufzupassen. Oh mein Gott, ein Viertelherz. Mittlerweile muss ich sagen, jedes Viertelherz ist cool. Ah Gott, ist das nervig. Ich treffe die aber auch irgendwie total schlecht, weiß auch nicht. Ich bin einfach schlecht. Das ist die Antwort auf alles. Wow, hi. Nein? Ich muss aber sagen, ich finde die Kombo cool. Ah! So, einer noch, glaube ich. Auf zu despawnen, wenn ich dich gerade hauen möchte. Dankeschön. So. Damit sind alle Türen auf und ich denke, man bekommt hier noch eine Karte. Ich könnte mir vorstellen, dass man die Babamut-Karte bekommt. Weil die fehlt uns ja noch. Ja, die Karte Babamut war zu erwarten. War zu erwarten. Ich glaube, es kommt von Bahamut. Im Original, glaube ich, Final Fantasy, die Beschwörung. Aber okay. Ja. Ich möchte nochmal anmerken, ich sagte, ich brauche keine Herzen. Jetzt habe ich noch eins. Ich habe sie nicht notwendig. Ich schmeiß sie quasi weg, weil ich sie nicht notwendig habe. Ja. Weil ich sie nicht notwendig habe. Ich bin auch gut. Weil ich sie nicht nötig habe. So. Ist da noch was? Nein. Gut. Weiter. Vielleicht ist oben noch was in der Richtung. Würde mich jetzt echt interessieren, wo hier noch was ist. Die Steuerung ist teilweise etwas krampfig. Kann ich da runter? Da ist doch noch was. Ist das hier die Kristallhöhle?
müsste eigentlich, beziehungsweise erstmal, hallo Gegner, schön, dass ihr da seid. Ich habe eigentlich erwartet, dass wir schneller mit den ganzen Sachen durchkommen. Aber anscheinend doch nicht. Ah, okay. Ich würde ganz nebenbei gerne nochmal einen Savepoint finden, weil ich jetzt Ewigkeiten lang nicht speichern konnte. Weg mit dir. Dankeschön, Dankeschön. Und weg mit dir. Wunderbar. Und noch einer, der aufs Maul möchte. Zack. Und dann, ja, sagen wir wenigstens gleich weg. Jetzt schauen wir uns die Siegesanimation an. Oh yeah. Juhu. Ich weiß nicht, ob die neu ist. Vielleicht bin ich, wie gesagt, ich bin auch, kann auch einfach sein, dass ich doof bin. Ja, das ist die Kristallhöhlen sind das hier, okay. Habe ich mir schon gedacht, wenn ich ehrlich bin. Hier waren wir schon unten. Irgendwie fehlen mir noch Karten. Ich weiß aber nicht so ganz, wie ich die herbekommen soll. Ich schaue mich nochmal ein bisschen weiter um. Mal gucken. Da kann ich lang fliegen. Vielleicht, ich kann mich ja mal oben umschauen, ob man da irgendwo noch, ob mir da irgendwer Choboko grillen mag, weil wäre cool. Vielleicht muss ich auch dafür irgendeinen Gegner besiegen oder auf irgendwas das Fleisch schmeißen. Ich muss mal nachschauen, weil das weiß ich ja nicht. Ich schaue mich jetzt mal in den Städten um, wenn ich da nichts finde, dann schaue ich nach. Außerdem können wir da jetzt eher mal speichern und erstmal Pause machen. Wow, ist gerade ein Frame-Drop? Ich glaube aber ein In-Game-Frame-Drop. Ja, mit dir habe ich schon 15 Mal geredet. Gut, mal schauen. Hier haben wir ein Inn, das heißt, wir können uns hier heilen. Ja. Warum nicht? Kann man wenigstens mal heilen und mal speichern. Ja. Kann sein, dass ich trotzdem nochmal speichern werde und nochmal herkommen werde. Aber okay, ich möchte mich jetzt mal umschauen. Ich möchte mal kurz mit allen reden, weil eventuell gibt es hier noch irgendwas Interessantes, was sich jetzt verändert hat. Weil es ist ja dann doch gern mal so, dass das Spiel sagt, so von wegen so, da wäre noch was gewesen. Ja, danke für den unglaublichen Hinweis, nicht? Hm. So, aber dann werde ich euch gleich den Part beenden, solange wird er jetzt nicht mehr gehen. Angenehmen Offenheit, ist aber lieb von euch. Haben wir hier noch irgendwas Cooles? Hast du was zum Kochen für mich? Für nichts. Okay. Hier sind die Tränke günstiger als hinten, muss ich sagen. Ich glaube auch, alles ist günstiger hier in dem Laden. Aber okay, egal. Der andere Laden war näher. So, mal sehen. Geld haben wir ja eh genug. Okay. Vorhin hat sein Mädchen besucht, das ist eure Freundin. Da kann man doch sicher noch irgendwie rein. Oder? Wahrscheinlich schon. Es wäre so naheliegend, da rein zu können. Ich weiß nicht wie. Hm, auch so ein Punkt, worüber ich mich vielleicht mal informieren sollte. Das ist ein gefährlicher Ort. Angeblich lief das Geist dort. Doch kein Abenteuer ist zurückgekehrt, um es davon zu erzählen. Na, hallo, ich bin da, aber ich kann sogar reden. Theoretisch wäre es nett, wenn man das mal irgendwie implementieren würde, dass ich dann auch antworten könnte. Habe ich schon gemacht. Ist doch sicher irgendwo ein Schlüssel. Kannst mir nichts erzählen. Ist hier noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Ich müsste mich mal umschauen, wo man irgendwo einen Schlüssel... Also ich will wissen, wo ich den Schlüssel bekomme für das eine Haus hier, weil man, da kann man sicher noch rein. Bin ich mir fast hundertprozentig sicher. Und dann möchte ich noch wissen, wo ich das mit dem Chuboko machen kann. Okay, gut. Dann werde ich jetzt nochmal speichern. Muss leider Gottes ein bisschen Geld dafür zahlen, weil man hier nicht einfach speichern kann anscheinend. Und dann würde ich sagen, in dieser 2D-Ansicht werde ich mich erstmal von euch verabschieden. Und hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns zum nächsten Mal dann bei Evoland Part 13. In der Hoffnung, dass die Zahl nichts Schlechtes verheißen mag. Bis zum nächsten Mal bei Evoland. Ciao, Leute.